Guten Morgen, liebe Pilzfreunde. Ihr seht schon, wo ich wieder unterwegs bin, genau im Kaltbuchenwald. Ja, die Finger haben die ganze Woche über gejuckt. Es muss hier nachgeschaut werden, was denn Sommersteinpilze und Pfifferlinge machen. Geht so früh los bei uns, wie selten bzw. wie eigentlich noch nie. Letztes Wochenende den ersten Sommersteinpilz erspäht und das leider zum Ende der Tour. Was heißt das? Ja, ich bin im Prinzip auf dem Sommersteinpilzauge blind hier durch den Buchenwald gestapft, ja, und habe die meisten interessanten Sommersteinpilzecken fast schon ignoriert, maximal kurz mal hingeschaut und dementsprechend, ja, hoffentlich den ein oder anderen Sommersteinpilz übersehen. Das werden wir jetzt gleich mal überprüfen. Ja, wir checken ein paar Sommersteinpilzstellen, wir checken ein paar Stellen vom Blassen und vom echten Pfifferling und schauen dazwischen auch, ob es vielleicht endlich mal mit dem ersten Täubling dieses Jahr klappt, was die Goldröllinge machen, was die anderen Wulstlinge machen, wie Perlpilz, Grauer Wulstling, ob es vielleicht schon Lungenseitlinge gibt, ja, und was hier sonst noch so im Kalkbuchenwald los ist. Würde mich immer freuen, wenn es mich begleitet und vielleicht drückt es die Daumen, dass die ersten Pfifferlinge und Sommersteinpilze jetzt eine Größe erreicht haben, wo man sagen kann, die kann man ohne schlechtes Gewissen auch vereinzelt für Speisezwecke sammeln. Auf geht's! Nach wenigen Metern ist die Frage geklärt. Hier an einer komplett anderen Stelle, ja sicher so 2-3 Kilometer von der anderen Stelle mit den Sommersteinpilzen am letzten Wochenende entfernt, der nächste Fund. Hier ein Sommersteinpilz, da ein Sommersteinpilz und wenn mich der Eindruck nicht täuscht, haben wir hier unten, die habe ich gerade aus dem Augenwinkel entdeckt, sogar noch die Nummer 3. Ganz, ganz kleine, frisch wachsende Sommersteinpilze. Jetzt hoffen wir mal, dass wir heute nicht wieder nur ganz junge Sommersteinpilze finden, sondern wirklich vielleicht auch die ersten ein, zwei brauchbaren Fruchtkörper für den Speisepilzkorb dabei sind. Toller Start in die heutige Waldrunde. An der heute vierten kontrollierten Stelle der zweite Fund. Und da sehen wir schon, Erfolgsquote auf dem ersten Kilometer ungefähr 50%. Also an 50% von den kontrollierten Stellen scheinen sich die ersten kleinen Sommersteinpilze zu zeigen. Und das signalisiert mir ganz eindeutig, ja, der Fund vom letzten Sonntag, das war nicht irgendwie ein einzelner Zufallsfund, sondern bei denen geht es jetzt wirklich mit dem ersten Wachstumsschub los. Auch der Fund ist leider sehr, sehr klein und dementsprechend wieder nichts für den Speisepilzkorb, aber ich denke, so gerade in Richtung nächstes Wochenende könnte es da wirklich dann mit ergiebigeren Funden klappen. Schaut's mal, hier der bisher größte Sommersteinpilz 2024. Aber ja, vielleicht täuscht der Eindruck so ein bisschen. Ich schwenk mal auf die andere Seite, denn von der Seite, wo ich euch gerade gezeigt habe, sieht er relativ gut aus. Von unten ist er leider, vor allem im Stielbereich, komplett ausgehöhlt und jetzt habe ich gerade was entdeckt. Schaut's mal. Der nächste Sommersteinpilz. Und so wie der wächst, glaube ich, hat er nicht wirklich eine Chance, groß zu werden. Ich glaube, die nehmen wir jetzt einfach mal raus und ernten dann doch auch mal einen relativ jungen und unseren ersten Sommersteinpilz 2024. Selbst wenn es bei dem einen Sommersteinpilz bleibt, der ist so jung und knackig, den putzen wir zu und hobeln ihn uns notfalls roh in den Salat, der sowieso für abends geplant ist. Und damit sich der erste Sommersteinpilz nicht so einsam im Körbchen fühlt, hier noch eine Nummer 2. Ein weiterer schöner, junger Sommersteinpilz für den Salat. Wir hatten ja in den letzten 1, 2, 3 Wochen wirklich sehr viel Regen, gestern Abend auch wieder. Ja, und da sind natürlich ganz, ganz viele Weinbergschnecken unterwegs. Hier unten sitzt eine und da oben gibt es sogar einen Doppelpack. Schaut's mal, schaut das nicht fantastisch aus? Sind doch einfach nur wunderschöne Tiere. Schaut mal, was ich hier jetzt noch am Fuße eines Hangs entdecken darf.
den tatsächlich größten Sommersteinpilzhut, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. In der Größe wären die perfekte Speisepilze, wenn nicht auch die Pilzmarden und Schnecken wüssten, wie gut diese Sommersteinpilze schmecken. Was ist hier passiert? Ja, dieser Sommersteinpilz stand hier bestimmt an diesem Steilhang. Wer weiß, wie weit oben der gestanden ist. Dann sind die Pilzmarden und die Schnecken gekommen, haben den Stiel durchgefressen und dieser arme Steinpilzhut ist von da ganz oben wahrscheinlich irgendwo bis hier unten runtergepurzelt. Ja, man merkt schon, egal wo man hier hinschaut, an welche Sommersteinpilzstelle man letztendlich hingeht, überall Sommersteinpilze, aber sie sind entweder viel zu klein und zu jung oder, so wie hier und auch der vorher gezeigte, bereits stark geschädigt. Bin gespannt, wie sich das ändert, wenn jetzt so ein bisschen diese wirklich extrem nasse Witterung weicht und es dann ein bisschen sommerlicher und vor allem auch milder wird. Gerade die Fans der Artenvielfalt werden jetzt aufatmen. Gott sei Dank nicht der 374. Sommersteinpilz heute. Es tut mir leid, ist vielleicht ein bisschen eintönig, aber die ersten Sommersteinpilze des Jahres sind immer was Besonderes. Jetzt aber zum nächsten Fund, was ganz anderes, hat nicht mal Röhren, ist also eine komplett andere Gattung. Ja, und jetzt machen wir vielleicht so ein kleines Pilzrätsel. Welche Gattung ist dafür bekannt, so eine striegelige, filzige, mycelfilzige Stielbasis zu haben? Kommt ihr drauf? Ja, es ist natürlich die Gattung der Helmlinge. Und hier haben wir einen Helmling aus einer ganz besonderen Artengruppe mit einem ganz besonderen Geruch, und zwar Rettich. Ja, und wer das Ganze jetzt kombiniert, Helmling und Rettich, der landet bei den Rettichhelmlingen. Da gibt es nämlich verschiedene. Und hier haben wir schon wieder den gemeinen Rettichhelmling. Und der passt für mich hier überhaupt nicht rein, zumindest was die Jahreszeit betrifft. Trotzdem, auch in den Pilzgruppen auf Facebook habe ich es immer wieder gelesen, taucht er im Prinzip seit April regelmäßig überall auf. Klar, Pilze haben keinen Kalender oder lesen keinen Kalender, die wachsen halt, wenn die Bedingungen passen. Trotzdem hat man ja für die verschiedenen Arten, die man regelmäßig findet, doch irgendwo so einen typischen Erscheinungszeitraum im Kopf. Und bei den gemeinen Rettichhelmlingen oder auch den rosa Rettichhelmlingen hätte ich eher, ja, so im frühestens August, eher dann September, Oktober und November mit denen gerechnet. Und ja, im April oder Mai sind Funde von diesen Rettichhelmlingen bei uns eigentlich eher selten bis gar nicht zu machen. Dieses Jahr, vor allem der hier zu sehende gemeine Rettichhelmling, tatsächlich schon das zweite Mal erscheinend. Erst im April und jetzt auch im Mai. Würde mich interessieren, wie das bei euch aussieht. Habt auch ihr schon Rettichhelmlinge und den gemeinen Rettichhelmling im Besonderen finden können dieses Jahr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für mich heute erst die zweite Art auf der Fundliste. Wen haben wir denn da? Tatsächlich einen Neuankömmling im Pilzjahr 2024. Gut, ist jetzt noch sehr, sehr klein, sehr, sehr untypisch für die Art, beziehungsweise, ja, sie sehen halt einfach in dem Stadium nicht so aus, wie sie normalerweise aussehen. Trotzdem die Frage in die Runde, wer hat mit diesen Farben und auf Buchentotholz wachsend im Frühsommer vielleicht schon eine Idee? Allzu viele Optionen haben wir da ja nicht. Ja, es ist natürlich der Laubholzknäueling, der hier seine Fruchtkörper bildet. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich kenne die Stelle nämlich, habe darauf spekuliert, dass die da sind. Die waren wirklich kaum zu sehen und ich habe so ein bisschen das Moos entfernt, damit man dieses startende Wachstum so ein bisschen ablichten kann. Ja, so knubbelig und klein sehen Laubholzknäuelinge im Babystadium aus. Laubholzknäuelinge sind keine Speisepilze, aber gerade wenn die jung sind, noch eine Spur älter natürlich als so, sind das wunderschöne Fotoobjekte. Warum? Ja, die haben dann so eine gewisse Schweinsohrenoptik. Das heißt, ja, die haben so eine Lamellenstruktur, die schon so ein bisschen an Leisten erinnert. Die haben diese typische Schweinsohrenfarbe, das heißt so ein bisschen lila-weißlich. Ja, und sehen einfach ganz, ganz toll aus und da kann man wunderschöne Aufnahmen machen. Diese Stelle, die kenne ich schon seit 3, 4 oder 5 Jahren. Ja, und immer, wenn ich hier vorbeigehe, schaue ich halt, ob die Laubholzknäuelinge wieder neue Fruchtkörper hervorbringen. Ja, und dieses Jahr ist es wieder so. Liebe Pilzfreunde, kennt ihr das? Man ist im Wald unterwegs, man findet was, man ist total fokussiert auf den Fund
macht seine Detailaufnahmen, schaut sich den Fund genau an, hört den Vögeln beim Zwitschern zu und ist eigentlich total unaufmerksam. Dann will man aufstehen und entdeckt was Neues. Und ich glaube, ich habe was Hammermäßiges entdeckt und dazu noch in einem Habitat, wo ich das, was ich entdeckt habe, noch nie vorher gefunden habe. Also ein neu entdecktes Habitat von, grob geschätzt würde ich sagen, echter Püfferling. Sollen wir hinschauen? Auf alle Fälle. Schauen wir mal. Ah, das schaut schon sehr, 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 sehr typisch aus. Ja, und ich würde sagen, auch die echten Püfferlinge sind bei uns im Pilzjahr 2024 angekommen. Und hier haben wir unseren ersten Fund der Art an dieser Stelle und in diesem Pilzjahr. So schnell kann es gehen. Zum Glück habe ich dann doch noch den Blick so ein bisschen schweifen lassen. Sonst hätte ich den sicher übersehen, weil ich eigentlich in die komplett andere Richtung muss. Freude herrscht. Schaut euch diese Farben an in Kombination mit der Struktur der nicht Lamellen, sondern Leisten. Es ist einfach ja, eine ganz, ganz besondere Art, einer der beliebtesten Speisepilze überhaupt und bei uns, wie schon oft beschrieben, gar nicht mal so häufig zu finden. Bei uns sind wirklich der Blasse und der Amethyst- oder violettschuppige Pfifferling deutlich, deutlich häufiger. Ja, und in manchen Jahren, und sowas zum Beispiel letztes Jahr, ist sogar der samtige Pfifferling häufiger zu finden als der echte. Dementsprechend muss man da wirklich jeden Fund genießen und dementsprechend mache ich jetzt auch ganz, ganz viele Detailaufnahmen von dem Fund. Für mich bis jetzt der schönste Fund des Tages. Schaut's mal, wer bei uns auch noch da ist. Tatsächlich der erste klebrige Hörnling 2024. Damit haben wir heute 3 Neuankömmlinge zu verbuchen. Ja, und wenn der klebrige Hörnling wächst, ist es eigentlich schon so ein ganz, ganz sicheres Zeichen dafür, dass wir uns langsam aber sicher in der Hauptsaison befinden. Was ist die Hauptsaison? Es ist die Zeit mit der größten Artenvielfalt, die im Prinzip vom Frühsommer bis mindestens Spätherbst, manchmal sogar bis rein in den Winter geht. Ja, und das ist normalerweise die Zeit, wo auch die meisten Sammler das größte Interesse fürs Thema zeigen, beziehungsweise die schönsten Funde möglich sind und die größte Artenvielfalt herrscht. Dementsprechend, ja, können wir uns auf die nächsten Wochen freuen. Was ist der klebrige Hörnling, Speisepilz oder nicht? Ja, manche sammeln den tatsächlich, aber meiner Erfahrung nach eher als Deko und die legen den dann einfach so mit auf den Teller. Einen wirklichen Speisewert hat der klebrige Hörnling nicht, ja, weil er so eine bisschen zähe, knorpelige Konsistenz hat und zusätzlich auch keinen tollen Eigengeschmack. Deswegen eher ein Fotoobjekt und nichts für den Speisepilzkorb. Das soll es für die heutige Sommersteinpilz-lastige Waldrunde gewesen sein. Hab ganz, ganz viele Ecken kontrolliert, hat sehr viel Spaß gemacht. Extrem viel los für die Jahreszeit, gerade bei den ganz jungen Fruchtkörpern, die dann halt leider auch noch zu klein sind, um sie wirklich für Speisezwecke zu sammeln. Aber 2 haben wir uns geschnappt und die gönnen wir uns heute Abend einfach. Die holen wir, wie beschrieben, in den Salat. Ja, und dann haben wir unsere ersten Sommersteinpilze 2024 auch auf dem Teller. So früh wie noch nie. Ebenfalls so früh wie noch nie gab es für mich heute den ersten echten Pfifferling 2024. Die Blassen waren ja letztes Wochenende schon da. Ja, und der echte, den hat man das früheste Mal, glaube ich, am 30. Mai. Ja, und jetzt haben wir es sogar fast eine ganze Woche früher geschafft. Also alles wieder früher dran. Aber das sind wir dieses Jahr ja auch schon aus dem Frühling letztendlich gewohnt. Ich hoffe nur, dass ich das nicht irgendwann rächt. Ganz oft ist es so, wenn die Pilze schon jetzt Gas geben, dann ahnen die irgendwas. Ja, nicht, dass wir da so einen 4, 6, 8, 10, 12 Wochen Sommerblock haben, ohne Regen, brütende Hitze. Das wollen wir überhaupt nicht, zumindest in Bezug auf die Pilze. Schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich drauf. Ja, ich kann euch nur empfehlen, geht's raus in die Wälder, genießt die Ruhe. Jetzt sind noch nicht so viele Sammler unterwegs. Dementsprechend kann man den Wald so richtig genießen, ja, und den ein oder anderen schönen Fund machen. Auch wenn der Speisepilzkorb wahrscheinlich noch eher leer bleibt oder zumindest nicht prall gefüllt sein wird. Habt alle eine tolle Zeit, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns schon bald
auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.